Vielen Dank. Fabian Jacobi, 42 Jahre alt, Rechtsanwalt von Beruf, berufliches Tätigkeitsfeld Insolvenzrecht. Standardfragen vorweg, wenn ich ein polizeiliches Führungszeugnis einholte, finde darin keinen Eintrag. Und ich war bis 2013 nicht Mitglied in irgendwelchen politischen Parteien oder sonstigen Vereinigungen. Bin Mitglied in der AfD seit 2013. Ich bin Kreisverband Köln, dort seit November 2013. Gehen Sie ein bisschen näher ans Mikrofon, sonst wird es nicht. Kreisvorstand. Ich war daneben im alten Landesvorstand bis Anfang Mai, habe mich dort um Rechtsgedöns gekümmert. Das heißt, ich habe zu Beginn der Amtszeit des alten Vorstands zunächst einmal Vorbereitung der Kommunalwahlen in juristischer und praktischer Hinsicht mit betreut, habe die entsprechenden Handreichungen ausgearbeitet, bin in die Kreisverbände gefahren, um die Kandidatenaufstellung über die Bühne zu bringen. Habe im Anschluss daran den Landesverband in der Satzungskommission der Bundespartei vertreten, den Sommer, Herbst 2014 hindurch. Habe ansonsten durchlaufend Fragen und Hilfestellungen aus den Kreis- und Bezirksverbänden nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet bzw. ausgeholfen und habe daneben, noch das noch zu erwähnen, wenn der Landesvorstand beteiligt war am Schiedsgerichtsverfahren, wurde der Landesvorstand vertreten beim Schiedsgericht. Ja, AfD, warum, wieso und warum wieder Vorstand? Die AfD ist erforderlich, um eine Funktionsstörung der deutschen Demokratie zu beheben, die darin besteht, dass etliche sachliche Positionen schlicht und ergreifend nicht mehr auf dem Tisch liegen, für den Wähler nicht mehr greifbar, nicht mehr verfügbar sind, beziehungsweise waren bis zur Gründung der AfD. Also die Aufgabe der AfD, diese Positionen, die andere Parteien, die sich weigern, noch länger zu vertreten, wieder zur Alternative für den Wähler zu machen. Das führt notwendigerweise dazu, dass etliche Positionen sachlich gut begründet sind, vom politischen Gegner als radikal empfunden werden. Das an sich ist nichts Falsches. Ihnen einige Beispiele zu nennen. Der Zug der Europäischen Union zu einer sogenannten immer engeren Union ist Konsens sämtlicher Bundestagsparteien. Diesem Konsens explizit zu widersprechen, und zwar radikal zu widersprechen, dahingehend, dass wir diesen Zug nicht nur anhalten, sondern auch ein gutes Stück zurücksetzen möchten. Das kann man aus deren ideologischer Sicht radikal nennen, das ändert nichts daran, dass die Position sachlich richtig ist. Ist gut vertreten werden muss, die Wähler werden muss. Ein weiterer Punkt ist die Zerstörung der bürgerlichen Rechtsordnung. Ich bin Rechtsanwalt und finde das so, die Zerstörung der bürgerlichen Rechtsordnung durch Boten und sogenannte Antidiskriminierungsgesetzgebung. Auch an dieser Stelle wird das, was hier sachlich richtig und geboten ist, nämlich diese Form von Verwüstung der Rechtsordnung rückabzuwickeln, diese Gesetze schlicht und ergreifend aufzuheben, von politischen Gegnern als radikal empfunden. Auch das ändert nichts daran, dass diese Position sachlich gut begründet und richtig ist. Und als drittes, aus aktuellem Anlass, das Schengener Abkommen über den Verzicht auf Grenzkontrollen war sicherlich eine sympathische Idee, eine hochherzige Idee, die hat den Praxistest nicht bestanden. Und wenn das heißt, dass wir dafür plädieren, dieses Abkommen über den Verzicht auf Grenzkontrollen nicht nur auszusetzen, sondern zu kündigen, dann ist auch das eine Position, die aus Sicht unserer politischen Gegner möglicherweise als radikal empfunden wird, die wir bei der vertreten müssen. Lieber Herr Kollege, ein abschließender Satz oder anderthalb Sätze. Alle diese Positionen müssen vertreten werden und auch noch weitere. Was ich persönlich möchte, für richtig halte und notwendig halte, ist allerdings, dieses zu tun in einer Form, die wiederum radikal, sachlich, nüchtern und trocken ist. So trocken, das ist Staub, das ist meine persönliche Präferenz, weil es meine Veranlagung entspricht. Ich halte es aber auch für praktisch notwendig.
Was ich als kontraproduktiv empfinde, ist eine zu starke Emotionalisierung. Und dementsprechend möchte ich in diesem Sinne Einfluss auch auf die Politik des Landes sehen. Lieber Herr Kugel, ja. Herzlichen Dank. Die Frage vor. Haben Sie die Schaffung der Parteien? Hatte ich erwähnt, keine. Keine. Okay. Sind Fragen an Herrn Jacobi? Sind, bitte sehr. Herr Jacobi, Sie haben ja gesagt, Sie waren im alten Landesvorstand vertreten, sind dann vor einigen Monaten ausgetreten. Meine Frage ist, zurückgetreten, Entschuldigung. Meine Frage ist, welche Beweggründe hatten Sie, auch von Ihrem Amt zurückzutreten und was hat sich geändert, dass Sie jetzt wieder in den Landesvorstand rein wollen? Gut. Ich bin in den Landesvorstand gewählt worden im Dezember 2013 in Arnsberg. Wer damals schon dabei war, erinnert sich. Damals wurde ein Landesvorstand verabschiedet, der sich als zur Zusammenarbeit unfähig erwiesen hatte. Ich habe mich damals in den Landesvorstand wählen lassen, mit dem festen Vorsatz zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Und in dem Vorsatz, dass ich mir, wenn ich das tue, sicher bin, dass zumindest von einem Stühlchen dort ein solcher Vorgang nicht ausgehen wird. Wir haben es alle erlebt, wir haben es alle erlebt. Es hat sich wiederholt. Ich habe dagegen versucht zu kämpfen, solange das möglich war. Das war irgendwann nicht mehr möglich. Ich musste einsehen, dieser Landesvorstand war wiederum arbeitsunfähig, handlungsunfähig. Und zwar zum Schaden des Landesverbandes intensiv. Ich habe das Amt als Beisitzer im alten Landesvorstand niedergelegt am 11. Mai. Das war der Tag nach der Veranstaltung Siegen. Für mich der finale Beweis war, dass dieser Landesvorstand so in der bisherigen Form, trotz der Daten schon erfolgten Rücktritte, nicht mehr arbeitsfähig war. Ich habe das verbunden mit dem Appell, schnellstmöglich eine Neuwahl des Vorstands insgesamt herbeizuführen, um einen demokratisch legitimierten neuen Vorstand zu haben, der diese Zustände hinter sich lässt. Das war meine Begründung damals, auf die gleich noch vorberichtet. Vielen Dank, Zeit. Das war eine gute Minute. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer hat noch Fragen an Herrn Gummi? Ich sehe keine, Herr Gummi. Dann bedanken wir uns für die Vorstellung und wir fahren. Wobei wir heute noch ein ganz langes Programm haben und die meisten von Ihnen kenne ich schon, beziehungsweise Sie kennen mich. Nur ganz kurz zu meiner Person, falls es noch jemand gibt, der es nicht weiß. Ich bin verheiratet, ich bin 48 Jahre alt, habe drei Jungs, wohne in Leverkusen und bin in Schmallenberg am 5.5.2013 in den Landesvorstand gewählt worden. Das heißt, ich bin sozusagen der Einzige, der es überlebt hat. Vielleicht qualifiziert mich gerade das, in Zukunft auch dem Landesvorstand anzugehören, dass es eventuell, wenn es Streitigkeiten geben sollte, von denen ich nicht ausgehe, weil es sind ja gestern schon zwei oder drei Entscheidungen gefällt worden von den beiden Sprechern und das zeigt ja doch, dass sie gewillt sind, miteinander zu arbeiten. Und ich denke, das ist gar nicht nötig, dass ich dann eingreifen muss, beziehungsweise die anderen Kollegen, wie es schon angeklungen ist. Ganz kurz zu dem, was ich gerne im Landesvorstand mache. Das trenne ich strikt von meiner Arbeit in der Landesgeschäftsstelle. Die Tätigkeiten, die ich für die Gliederungen ausübe, Besuch von Kreisparteitagen, das mache ich nach meiner Arbeit, wie es alle anderen Kollegen im Landesvorstand auch tun. Ich nehme dort an Kreisparteitagen teil, versuche die Gliederungen zu unterstützen mit den Möglichkeiten, die uns zurzeit zur Verfügung stehen. Ich koordiniere auch das, geht natürlich ein Stück weit in die Geschäftsstelle hinein, aber auch die länderübergreifende Arbeit. Das bedeutet, wenn wir die Wahlkämpfe, die ich für besonders wichtig erachte, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterstützen, da treffen wir uns natürlich auch außerhalb der normalen Zeit mit anderen Vorstandsmitgliedern aus Rheinland-Pfalz. Das ist eine primäre Tätigkeit des Landesvorstands und fällt nicht in die Tätigkeit der Geschäftsstelle. Ich achte das sowieso als zwingend notwendig, dass wir als Landesverband Nordrhein-Westfalen den Landesverband Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bei den anstehenden Wahlen 2016 unterstützen. Das ist die wichtigste Aufgabe, die wir in Zukunft haben. Sollten wir es nicht schaffen, in die Flächenländer hier in Westdeutschland einzuziehen, also in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, dann denke ich, ist das eine hohe Belastung auch für die nachfolgenden Wahlen bei uns in Nordrhein-Westfalen 2017. Also daher mein Appell an Sie alle, helfen Sie mit, dass Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in die Parlamente einziehen. Ja, eigentlich habe ich auch nichts Großes vorbereitet. Also ich bin noch ein bisschen jetzt, meine Kandidatur war jetzt auch ein bisschen spontan.
habe mich auch so ein bisschen geziert, weil ich, wie gesagt, auch die Anstellung der Geschäftsstelle habe. Ich habe bei Ihnen ein Geheimnis rausgemacht. Viele, das wird vielleicht auch als Frage jetzt kommen, sehen da, dass das vielleicht ein bisschen konträr ist. Wir haben im Landesvorstand da gute Erfahrungen gemacht, dass wenn es Entscheidungen gibt, was meine Person betrifft, ob Urlaub, Arbeitsvertrag oder finanzielle Dinge, wird das alles ohne meine Anwesenheit geregelt. Also ich verlasse dann in dem Moment über den Raum. Ich denke, da war auch jetzt in dem zukünftigen Landesvorstand eine gute Regelung gefunden. Ansonsten möchte ich Ihnen eins versprechen. Sollte irgendwann es mal dazu kommen, dass ich oder die Partei sich ändert und ich austrete, ich werde auf keinen Fall, so wie es viele jetzt im Weckruf teilweise gemacht haben, unter Absingen von schmutzigen Liedern oder sonst irgendwas diese Partei verlassen. Danke. Und selbst wenn Sie jetzt heute mich nicht wählen sollten, dann wird auch von mir nie ein schlechtes Wort drüber hören, weil dazu ist mir diese Sache einfach zu wichtig. Die obligatorische Frage zum Vorleben bitte noch. Und keine Vormitgliedschaft. Doch, ich war 2 Jahre bei der Jungen Union, zwischen 17 und 20. Okay, danke. Gibt es Fragen an Herrn Kalt? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen und bitte den. Und dann noch was Ockersheim. Das ist Herrn Kräuter zur Vorstellung. Ja, mein Name ist Mara Müller. Ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite bei der Staatsanwaltschaft in Aachen, komme auch aus Aachen. Und dort bin ich Rechtspflegerin, arbeite zu 50% in der Strafvollstreckung und 50% Personalsachen, bin auch für den mittleren Dienst zuständig. Mit der Partei habe ich bisher aktiven Wahlkampf gemacht, in 2013, 2014 und auch in Bremen bin ich mit als Wahlkampfhelfer hochgefahren, um dort zu unterstützen. Was ich auch bestimmt wieder machen werde, wenn jetzt die kommenden Wahlkämpfe kommen werden, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ich habe bisher mehrere Kreisverbände aktiv unterstützt als Referentin, um dort einfach auch die Mitgliedergewinnung etwas voranzutreiben und habe bisher jetzt momentan 2 Posten in der AfD. Also ich bin Ratsfrau im Rat der Stadt Aachen und Leiterin des Landesfachausschusses 9. Der beschäftigt sich mit Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit. Habe bereits durch den LFA auch 4 eigene programmatische Anträge einreichen können. Und damit auch die andere Seite kennengelernt, abgesehen von der Vorstandsarbeit, also die Seite, wo man sich aktiv und den aufwendigen und notwendigen Recherchen widmet und die programmatische Arbeit einfach vorantreibt. Das bringt mich jetzt auch zu meiner beabsichtigten Tätigkeit im Landesvorstand. Im Vorstand möchte ich gerne sicherstellen, dass wir zur Landtagswahl 2017 mit einer erfolgsversprechenden, mutigen und ehrlichen Programmatik antreten können, um die Bürger von unserer Politik zu überzeugen. Dafür ist es zwingend notwendig, dass wir auch ausreichend besetzte, gut informierte und gut arbeitende Landesfachausschüsse haben. Denn die haben 2 wichtige Aufgaben. Zum einen müssen sie die Funktionsträger unterstützen in Einzelfragen, Einzelthemen und zum anderen auch schlagkräftige politische Botschaften vermitteln, die wir dann für Werbemittel oder unser Programm nutzen können. Daher sehe ich es jetzt sehr wichtig an, dass wir eine enge Verknüpfung herstellen zwischen den Leitern, den fachmännischen Sprechern und auch der Programmkommission, um dort auch Reibungsverluste einfach zu vermeiden. Im Landesvorstand möchte ich dazu eben weiterhin etwas stark und gemeinsam mit einem einigen Vorstand an einem Strang ziehen und mit aussagekräftigen und einer mutigen Programmatik in die Landtagswahl 2017 ziehen. Schon fertig? Ich bin fertig. Ich hätte noch 30 Sekunden übrig. Eine Frage zum Vorleben. Also ich bin nicht hochgebracht, sonst würde ich nicht dort arbeiten, wo ich arbeite. Und in Parteien war ich vorher noch nicht, AfD ist meine erste Partei. Alles klar. Ja. Und letzte. Auf der linken Seite die erste Frage. Ja, Frau Müller, Sie haben gesagt, dass Sie in dem Landesfachausschuss die Sprecherin sind und Anträge eingebracht haben. Welche Anträge waren das und wie war das Ergebnis? Also ich habe bisher 4 Anträge selbst geschrieben und vorher aufwendig recherchiert. Das eine war der Antrag gegen TISA, also TISA ist das Pendant zum TTIP.
und das ist beim letzten Parteitag des KAM mit überragender Mehrheit angenommen worden, wo ich mich sehr gefreut habe. Und zum jetzigen Parteitag habe ich auch drei Anträge über den Landesfachausschuss eingereicht. Zum einen einer gegen Fracking, dann einer gegen das betäubungslose Schlachten von Tieren aus Bundestierschutzes, also Schäfchen. Und der andere Antrag ist, dass wir die Entscheidung, ob wir Umweltzonen einrichten in den Städten, in die Entscheidungsgewalt der Kommunen legen. Denn wir haben das Beispiel gerade in Aachen, das ist für die Unternehmer, für die Bürger und auch so, für die Stadt. So, eine Minute für die Antwort. Okay, achso, dann, ja, das war der Druck der Frage. Danke. Ich stelle die Frage, ob die Staatsanwaltschaft in Aachen und die Gerichte genauso lahm und langsam arbeiten wie diejenigen in Düsseldorf. Und da sie ja offensichtlich sehr lebendig sind, die Frage, können sich eine Versetzung im späteren Alter an die Staatsanwaltschaft bzw. Gerichte in Düsseldorf vorstellen? Dankeschön. Ja, ich hab, also, das ist, ich bin jetzt ja, als Beamte bei der Staatsanwaltschaft Aachen auch so schön eingebunden in die Verwaltung. Ich glaube, sie würden mich tatsächlich auch nicht mehr loslassen. Ich habe mir da einen guten Stand erarbeitet in meinen jungen Jahren. Und, aber ich danke fürs Kompliment. Aber ich bleibe erstmal in Aachen. Danke. Liebe Mara, du hast ja die Fracking-Anträge erwähnt und auch, dass du Vorträge zu Fracking gehalten hast. Es gibt da ja Widersprüche zwischen den LFA 10 und dem LFA. In dem LFA 10 sind eine ganze Reihe von Leuten, die ein sehr großes fachliches und auch berufliches Wissen da haben. Welche fachliche und berufliche Kompetenz hast du in so einer komplexen Angelegenheit wie beim Thema Fracking? Ja, also zum Thema Fracking habe ich über Monate reingearbeitet, habe alle gängigen Gutachten gelesen, die es auf dem Bereich gibt, aber Erfahrungsberichte eben aus Amerika, wo es betrieben wird, und habe aufgrund dieser monatelangen Recherche mir mein Urteil gebildet. Und ich denke, wer meinen Antrag gelesen hat und den Vergleich mit dem aus dem LFA 10, der kann sich natürlich selbst ein Bild machen, wie er da entscheiden möchte. Aber ich denke, dass auch in der AfD da die Meinungen schon in die eine Richtung gehen werden. Aber ich denke einfach, dass es sich nicht lohnt, gerade jetzt die Leute, die dagegen, also wir setzen uns ja gegen diesen Windbahnwahnsinn ein, und wenn wir im gleichen Atemzug unsere Umwelt, unsere Natur der unwirtschaftlichen Förderung einer kleinen Energieressource opfern, dann sehe ich das für die AfD einfach als nicht vertretbar an. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die Frau Schaak ins Mikrofon.